Bitcoin ist endlich ausgebrochen. Letzte Woche habe ich ein Video gepostet mit dem Titel Bitcoin über 60.000 Dollar. Es ist noch nicht geschafft. Heute der Ausbruch über 65.000 Dollar und genau wie bei den 60.000 ist Krypto-Twitter natürlich voller Posts hierzu. Die Euphorie ist groß, nur ist dieser Ausbruch tatsächlich fundamental anders. Und genau deshalb gehen wir heute von Bitcoin über Ethereum bis hin zum auch allgemeinen Altcoin-Markt alles durch. Hier sehen wir nämlich auch besonders starke Zahlen aktuell. Es hat super spannende XRP News und vieles mehr. Wie immer alles in unter 10 Minuten mit nur einem Klick könnt ihr diesen Kanal noch kostenlos abonnieren und mich enorm unterstützen. Jetzt aber viel Spaß mit dem Video. Die erste Sache, die diesen Bitcoin-Ausbruch besonders bzw. anders macht, ist von technischer Natur und ich möchte gar nicht zu sehr darauf eingehen, weil wir das in den letzten Videos wirklich schon ausführlich gemacht haben, aber mit dem Durchbruch der 65.000 Dollar sind wir einerseits jetzt wieder über dem 200er Simple Moving Average, der mit Abstand wichtigsten Bullrun Support Linie, und Bitcoin hat zum ersten Mal seit fast 6 Monaten wieder ein höheres Hoch erreicht, nachdem wir 4 tiefere Hochs und 4 tiefere Tiefs hatten, die letztendlich unseren Abwärtstrend markierten. Aus der analytischen Perspektive kann man also ganz klar sagen, Bitcoin ist wieder in einer sehr, sehr guten Position, wobei man auch sagen muss, dass der Daily Close gestern über 65.000 Dollar zwar schon das erste richtig gute Zeichen war, ein Weekly, also Wochenclose darüber, diese Bewegung aber so richtig festigen und auch richtig bestätigen würde. Von daher wäre ein Verlust unserer wichtigen Zone und des 200er Simple Moving Averages übers Wochenende, heißt vor dem Weekly Close, auch nicht wirklich auszuschließen. Ich würde aber sagen, sehr, sehr unwahrscheinlich, denn die News, die überhaupt diesen Ausbruch auslösten, sind auch verdammt bullish. Zum einen das US-Wirtschaftswachstum, welches für das letzte Quartal, also für Q2, nun 3,0% zeigte, was alleinstehend schon ein ganz ordentlicher Wert ist, aber umso besser im Vergleich zum Quartal davor, wo die USA nur 1,6% hatten, und zum anderen das Comeback der Bitcoin-Spot-ETFs, wo wir nun 6 Tage am Stück Zuflüsse hatten und vor allem aber gestern den besten Tag seit dem 22. Juli mit netto über 360 Millionen Dollar an Zuflüssen. Was nicht nur bedeutet, dass viele dieser Käufe tatsächlich auch über 65.000 Dollar stattfanden, die kumulativen Flows haben jetzt auch dadurch ein neues Allzeithoch erreicht von über 18 Milliarden Dollar, was die Marke war, unter der wir die letzten 2 Monate eigentlich nur konsolidierten. Es gibt noch ein paar andere fundamental positive Sachen, der Punkt ist aber, dass wir nicht nur aus technischer Sicht eine sehr, sehr starke und wichtige Bewegung jetzt haben oder ein super wichtiger und starker Ausbruch, sondern einer, der auch unterstützt wird durch wieder institutionelle Nachfrage durch die Bitcoin-Spot-ETFs und eine sich erholende Wirtschaft. Was sich übrigens auch wieder erholt hat, ist Ethereum bzw. das Ethereum-Netzwerk, was eigentlich relevant ist für den gesamten Altcoin-Markt. Das Analyseunternehmen Sentiment zeigt nämlich in einem neuen Bericht, dass sowohl die Netzwerkaktivität als auch die Ether-Gebühren wieder am Steigen sind. Auf Polymarket wetten zwar immer noch 85% dagegen, dass Ethereum 2024 noch ein Allzeithoch sieht. Trotzdem ist ein lebendiges Netzwerk wirklich das Fundament für steigende Kurse und vor allem für nachhaltig steigende Kurse, weshalb ich wirklich gespannt bin, ob diese Trader mit ihrer Prognose auf Polymarket am Ende wirklich recht behalten. Wo wir jetzt schon aber extrem starke Preisbewegungen haben, ist im restlichen Altcoin-Markt. Hier allein die Tagesperformance, fast alles ist im Grün, viele Coins auch zweistellig. Bevor wir uns aber anschauen, was das genau bedeutet, vor allem auch im Zusammenhang mit dem Bitcoin-Ausbruch, ganz kurze Erinnerung, nur noch diesen Monat, heißt für die nächsten 3 Tage, bekommt man mit dem allerersten Link in der Beschreibung nicht den regulären 10 Euro Startbonus, sondern 20 Euro plus 10.000 Euro freies Handelsvolumen bei der EU-regulierten Kryptobörse Bitvavo, für deutsche Kunden Bitvavo powered by Hive. Und die Leute, die noch ein altes Bitvavo-Konto haben, würden dann noch 20 Euro zusätzlich als Migrationsbonus bekommen, der Anfang Oktober ausgezahlt wird, heißt insgesamt am Ende 40 Euro. Und das weiterhin bei einer Börse mit über 300 verschiedenen Coins, einem super einfachen und intuitiven Design mit den niedrigsten Handelsgebühren und vielen weiteren Vorteilen. Nutzt die Gelegenheit, ich bin ja persönlich auch wieder bei Bitvavo und wir schauen jetzt erstmal in den Altcoin-Markt. Das Besondere ist nämlich nicht die heutige Tagesperformance, klar, es ist schön grüne Zahlen zu sehen, sondern einerseits, dass die Gesamtmarktkapitalisierung von Krypto wieder am Steigen ist, heißt, es kommt frische neue Liquidität in den Markt und dass der Altcoin-Markt spezifisch, hier also die Marktkapitalisierung ohne Bitcoin und ohne Ethereum,
ebenfalls seinen Abwärtstrend beenden konnte. Ihr seht, ähnlich wie bei Bitcoin hatten wir in den letzten Monaten 4 tiefere Hochs hintereinander und jetzt mit der Bitcoin-Bewegung auch hier ein höheres Hoch und in dem Fall sogar noch einen deutlich aggressiveren Ausbruch. Theoretisch sind wir immer noch in einer Bitcoin-Season bzw. tendenziell eher Bitcoin-Season als Altcoin-Season. Liegt daran, dass wenn wir die letzten 90 Tage berücksichtigen, immer noch viele Altcoins geblutet haben und deutlich schlechter performt haben als Bitcoin. Es geht aber in die richtige Richtung, wie gesagt, mit kurzfristig auch sehr positiven Anzeichen wie der neuen Liquidität und auch dem Ausbruch auf dem Chart. Wovon ihr euch aber trotzdem nicht locken lassen solltet, denn das wird tendenziell einfach immer mehr, sind Schlagzeilen wie diese hier, dass ein Krypto-Investor aus $1.300 in 15 Tagen 3,4 Millionen Dollar gemacht hat oder dieser Trader hier, der angeblich ein 1000x erzielen konnte. Denn zum einen sind das in vielen Fällen einfach nur Insider-Trades und zum anderen, auch wenn jemand das wirklich legit schafft, in den allermeisten Fällen verlieren Krypto-Investoren immer noch bei diesen Mikro-Mikro-Altcoins oder im schlimmsten Fall sogar Mikro-Mikro-Meme-Coins ihr gesamtes Geld. Enttäuschend war zum Beispiel auch der lang erwartete Hamster Combat Airdrop, wo Spieler am Ende nur ungefähr $10 bekommen haben. Keine Sorge, wir haben aber auch noch wirklich relevante Schlagzeilen, so zum Beispiel PayPal, die jetzt, nachdem sie 2020 ja bereits mit Privatkunden angefangen haben, Kryptowährungen ebenfalls für Geschäftskunden freischalten, heißt US-amerikanische Unternehmen können Bitcoin sowie andere Kryptowährungen direkt von PayPal auf externe Wallets übertragen. Wir haben die Aussage von Kamala Harris, dass sie möchte, dass die USA im Bereich Blockchain dominant bleiben. So I will recommit the nation to global leadership in the sectors that will define the next century. We will invest in biomanufacturing and aerospace, remain dominant in AI and quantum computing, blockchain and other emerging technologies. Eine Aussage, die aber viel Kritik geerntet hat, denn es gibt einen großen Unterschied zwischen Kryptowährungen bzw. digitalen Assets und dem Bereich Blockchain als Technologie. Ich meine, Jamie Dimon, der CEO von JP Morgan, ist auch ein riesengroßer Fan von Blockchain, trotzdem aber einer der größten Hater von Bitcoin. Und dann noch die Schlagzeile: Big Breaking SEC wird wahrscheinlich Berufung gegen Urteil zu programmartigen XRP-Verkäufen im Fall Ripple einlegen. Die Deadline für die Berufung ist ja am 7. Oktober, schon sehr bald. Die SEC hat aber immer noch etwas Zeit, hier einfach die Entscheidung vom Gericht anzufechten. Der Anwalt Jeremy Hogan schreibt zwar, was die SEC jetzt bedenken sollte, ist, ob eine Berufung ihrem Mandat des Anlegerschutzes und der Kapitalbildung dient. Warum ist das nicht ihr oberstes Anliegen? Ein weiterer Beweis dafür, dass die SEC den Faden verloren hat. Und John E. Deaton, der den Prozess in- und auswendig kennt, da er über 2,5 Jahre lang als aktiver Prozessbeteiligter tätig war, schreibt am Ende eines langen Tweets als Zusammenfassung, es ergibt keinen Sinn und wäre reine Steuergeldverschwendung, gegen diese Entscheidung Berufung einzulegen, weshalb jemand wie Gary Gensler vielleicht wirklich Berufung einlegt. Und dieses gesamte neue Gerücht, dass die SEC jetzt möglicherweise diesen Schritt der Berufung gehen wird, stammt von einem Tweet, der heute von Eleanor Tourette veröffentlicht wurde, wo sie einfach nur schreibt, ein ehemaliger Anwalt der SEC, der die Behörde kürzlich verlassen hat, teilte mir mit, dass die SEC gegen das Urteil von Richterin Torres vom Juli 2023 bezüglich der programmatischen Verkäufe von XRP im Fall Ripple wahrscheinlich Berufung einlegen werde, teilweise weil, und jetzt kommt's in Anführungsstrichen, jeder dort, also bei der SEC, der festen Überzeugung ist, dass die Entscheidung falsch ist und dass es sich nicht um gutes Recht handelt und dass Berufung dagegen eingelegt werden sollte. Wie vertrauenswürdig diese Quelle tatsächlich ist, das weiß ich nicht, es bleibt aber auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Lasst dem Video gerne noch ein Like da, schreibt was Nettes in die Kommentare, beides würde mich sehr unterstützen. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende, es ist ja schon Freitag und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.